Das hier kostet 14,99. Heute mal umgekehrt. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCats. Tja, heute gab es zuerst mal den Preis, genau umgekehrt wie sonst. Und jetzt zeige ich euch noch, was es gibt für den Preis. Denn wir haben hier eine Hülle für das iPhone 7 Plus. Es gibt aber identische Modelle auch für das iPhone 7. Und dann haben wir, was haben wir denn da? Thank you very much for the purchase. Garantiekarte, kann alles zur Seite. Und hier haben wir die Hülle drin. Ist schon mal ganz nett eingepackt. Die Firma nennt sich, glaube ich, Touch oder so würde ich es mal aussprechen. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Verpackung und ein, tja, so ein Wallet Case würde ich mal das Ganze bezeichnen für das iPhone 7 Plus mit Magnetverschluss auf der Vorderseite, einem Ausschnitt für die Ohrhörermuschel und auf der Rückseite natürlich ein schöner Ausschnitt passend für die Kamera. Und wenn ich es aufklappe, sehen wir, dass natürlich auch hier Kartenfächer dabei sind, sowie extra ein Fach, wo man dann nochmal Bargeld, also Scheine, reinpacken kann. Also hat man so das Wichtigste alles direkt mit dabei. Touch, take the world. Und dann schauen wir mal, wie das Gerätchen hier reinpasst. Ich habe hier so ein iPhone 7 Plus und dann packe ich das mal direkt hier rein, einlegen, etwas drücken. Und dann passt das auch schon gut in Position, geht gut zu, der Magnetverschluss hält alles ordentlich fest und wir haben dann so eine schöne Kombination aus Case für das iPhone und Geldbörse. Und in die Geldbörse könnt ihr dann hier bis zu 3 Karten reinstecken, was auch immer ihr mitnehmen wollt, und noch ein bisschen Bargeld ist ganz praktisch. Auf der Unterseite sehen wir, dass wir einen großen Ausschnitt haben, dass alle Elemente frei liegen, Lautsprecher, Mikrofon, da wird gar nichts blockiert. Auf der linken Seite sind auch alle Buttons großzügig ausgespart und auf der rechten Seite ist der Power-Button freigelassen, dass man den gut erreichen kann. Und auf der Oberseite ist ja auch alles frei, obwohl da gar nichts frei sein müsste. So, also ich klappe es mal eben zu. Wir schauen uns die Rückseite an. Der Kameraausschnitt, der ist großzügig gewählt, sodass auch hier die große Kamera gut reinpasst vom iPhone 7 Plus. Und beim 7er Modell geht das Ganze genauso. Da kostet übrigens die Hülle für das iPhone 7 einen Euro weniger, kostet 13,99. Und die gibt es auch nicht nur in Schwarz, sondern in verschiedenen Farben. Und natürlich bietet die auch noch eine Aufstellfunktion zum Videoschauen. Die Lasche, die klappt man einfach dann hier hinten dran, hinter das Case, die hält dann da magnetisch und somit kann man sich auch mal schön so ein Video anschauen und auch noch die Ausrichtung etwas feinjustieren. Also eine feine Sache, alles schon mal gesehen. Und tja, was gibt es jetzt hier genau für diese 14,99 €? Feinstes Leder, nämlich Kunstleder. Aber ich muss sagen, für Kunstleder fühlt sich's ganz ordentlich an. Die Verarbeitung sieht auch in Ordnung aus. Und ich würde mal sagen, für alle Preisbewussten ist das hier durchaus eine Alternative, wer nicht allzu viel Geld ausgeben möchte. Denn 14 Euro, mal ganz ehrlich, ist echt wenig für sowas. Der kann hier gerne mal zugreifen, ist allerdings halt nur PU-Leder und kein echtes Leder. Aber ansonsten würde ich sagen, alles in Ordnung mit dem Case, kann man gerne machen. Und das wäre es dann auch schon gewesen, Freunde. Den Link zu Amazon, den packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung und sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut!